Wenn du ständig versuchst, normal zu sein, wirst du nie erfahren, wie einzigartig du bist. Tada! Von Arnold heute bei mir. Bevor wir sagen, was du machst und wer du bist, muss ich mal sagen, du setzt die Ansprüche für meine kommenden Gäste sehr hoch. Weil erstens habe ich Kaffee bekommen, sehr leckeren. Zweitens habe ich Hausschuhe bekommen, die schönsten. Und drittens haben wir endlich mal ein Tier mit in der Sendung. Das ist Slash. Slashy Girl. Und jetzt sagen wir mal, was du machst. Genau. Du bist nämlich Sängerin und Gesangstrainerin. Genau. Du hast eine Online-Schule. Genau. Singen ohne Angst. Singen ohne Angst. Yeah. Was heißt das? Ich habe in meiner Karriere gesehen, dass der Grund, warum viele Leute ganz viele Fehler machen oder Lampenfieber haben, bevor ein Auftritt oder sowas, einfach, dass das durch die Angst kommt. Mhm. Und wenn man ein bisschen Mut bekommt durch Wissen, es macht es auch einfacher, deinen Job zu machen. Und als Künstlerin auf der Bühne ist es mein Job, das Publikum glücklich zu machen. Mhm. Es geht nicht um mich. Ja, und wenn du Angst hast, du denkst nur an dich. Was mache ich? Wie sehe ich aus? Wie klinge ich? Ich. Aber du solltest dem Publikum einen schönen Abend machen. Und so habe ich eine Online-Gesangsschule gegründet. Da ist ganz viele live-interaktive Übungen, was ich wöchentlich in diese Gruppe posten. Das ist eine Privat-Gesangsschule-Seite, wo das alles gepostet wird. Und die Schüler müssen auch ein Video von sich machen und selbst die Übungen posten. Und dadurch gewinnen sie mehr Selbstvertrauen, mhm, weil man filmt sich, man sieht sich, man hört sich. Und macht dich das dann stolz, wenn du das Feedback deiner Schüler kriegst, die sagen, du, ich habe jetzt einen Auftritt gehabt und das hat so viel besser geklappt? Ich weiß nicht, wie oft ich weine. Das ist wirklich ganz toll. Das ist besser als Standing Ovation für mich. Schalten wir in meinen ersten Beitrag. Da geht es nämlich auch um Singen und da ist Mitsingen vor allen Dingen sehr erwünscht. Kim ist begeistert von dem, was sie die letzte Stunde erlebt hat. Und dann geben ihre Stars auch noch Autogramme. Besser geht's nicht. Das findet auch Mama Heike. Die hat heute mit ihren drei Töchtern einen Ausflug ins Spaderwelt Eventcenter gemacht. Ja klar, kann man es empfehlen. Das ist ganz was anderes. Heute Mittag ist wir Turnen gewesen. Ich denke, das ist mal eine schöne Abwechslung für alle. Verantwortlich für die Abwechslung sind diese Höhlenbewohner. Unter den Fellen steckt die erfolgreiche A-Cappella-Gruppe Die Fünf. Vor 15 Jahren haben Die Fünf ihre preisgekrönte Kinder-CD rausgebracht. Zum Jubiläum und aufgrund der großen Nachfrage bringen die Stuttgarter das Kinderprogramm Ein Fest für König Gugubu noch einmal auf die Bühne. Die Geschichte ist folgendermaßen: Der König Gugubu hat Geburtstag und will ein schönes großes Fest ausrichten. Und dann kommen zwei Bösewichte, vergiften den ganz wichtigen Schlabbersalat, weil es das wichtigste Hauptgericht ist bei dem ganzen Fest. Und danach soll es eine Riesenkatastrophe geben. Aber das Einzige, was passiert ist, statt der Riesenkatastrophe, ist, dass der König Gugubu einen Furz lässt. Und die Moral von dem Furz, Entschuldigung, von der Geschichte? Man soll Katastrophen, vor allem bei Kindern, nicht immer so hoch spielen. Also so verstehe ich das, zumindest die Krux jetzt von dem Stück, dass das nicht alles gleich eine Katastrophe ist, sondern manchmal passiert eben auch gar nichts, wenn man irgendwas macht. Oder es passiert nur was ganz Kleines, so wie ein Furz vom König zum Beispiel. Oder was Lustiges. Also es ist nicht immer alles eine Katastrophe, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es sein sollte. Ja, siehst du, auch in dem Beitrag geht es um das Thema Angst. Ne? Kinder nicht Angst machen. Angst ist so ein Thema in unserem Leben, oder? Ach, auf jeden Fall. Und es ist auch manchmal sehr, sehr schwierig zu erkennen. Wenn ich ein bisschen Angst habe oder Lampenfieber habe, ich erkenne das nicht, das Lampenfieber. Ich erkenne, dass es keine Lust. Mhm. Das ist wirklich ganz komisch. Ich gehe irgendwie wirklich in mich ein und ich denke, oh, ich habe keine Lust. Und dann, du hast Angst. Yeah. Mach's. Sehr, aber das muss man erstmal schaffen, aus der Komfortzone raus und aktiv werden, weil ich glaube, Angst lähmt ganz viele Menschen in so vielen Situationen und dann ist das Leben vorbei und du hast einfach nur Angst gehabt oft. Ne?
Oder manchmal macht man was, wofür man Angst hätte oder hat, gehabt, whatever, German. Und dann danach denkt man, boah, warum hatte ich dafür Angst gehabt? Das war toll, ich will das nochmal machen. Das war eigentlich nur ein kleiner Pups. Ja, so ist es. wir reden gleich weiter. Wir schalten jetzt ganz kurz für 3 Minuten weg. Ich habe mir gerade spontan überlegt, ich weiß nicht, ich habe dich jetzt nicht gefragt, aber vielleicht hast du Lust, würdest du kurz was für uns singen und dann schalten wir so galant in die Werbung rüber? Okay, ich könnte von Guns N' Roses ein Snippet from Sweet Child of Mine singen. Ich bin ein ganz großer Guns N' Roses Fan. She's got a smile and it seems to me reminds me of childhood fantasies when everything was as fresh as the bright blue sky. So macht ihr das immer. Sweet child of mine. Du bist, das haben wir noch gar nicht erzählt, ne? Vor deiner Karriere als Online-Musik-Schullehrerin warst du Musical-Darstellerin. Genau. Was hast du noch alles gemacht? Ja, ich meine, meine Eltern sind Jazzmusiker. Mhm. Ich bin quasi wie die Kelly Family aufgewachsen aufs Tournee. Wir haben nicht mal eine normale Schule besucht. Wir hatten Lehrer, die mit uns aufs Tour waren. Die haben uns unterrichtet. Ja, ich habe eigentlich Tanz studiert und bin wegen einer Rückenverletzung über ins Gesang rübergestiegen. Und ich bin in verschiedenen Musicals gewesen. Ich war mit einer professionellen Rockband unterwegs. Lancelot heißt die Gruppe. Und ja. Du hast gerade deine Eltern erwähnt. Dann hast du noch eine Schwester, die hat auch ein wahnsinniges Talent, kann das aber nicht nutzen. Weil die Angst haben. Angst von Erfolg, Angst von mehr Konkurrenz, Angst, dass die nicht gut genug sein werden. Das finde ich einfach schade. Und aus diesem Grund habe ich mir gesagt, ich werde nie irgendwas nicht machen, wegen Angst. Mhm. Schön zu sehen, dass aus so einer persönlichen Motivation und Geschichte so ein tolles Projekt wird. Ja. Also das ist sehr beeindruckend. Vor allem, es hilft die Leute. Ja, das unglaublich. Du bewegst was. Mhm. Ja, das ist toll. Wir schalten in unseren nächsten Beitrag. Es ist sehr musikalisch heute in meiner Sendung. Und zwar die Sparda Bank unterstützt die Absolventen von der Musikhochschule in Stuttgart und lässt die noch mal an einem Abend auftreten und besonders in ein besonderes Licht rücken, dass zum Beispiel Produzenten und so die ganzen Leute sehen. Und da haben wir einen ganz besonderen Mann begleitet und den lernen Sie jetzt kennen. Und hallo. Guten Morgen. Guten Hallo. Morgen, die Hallo. Claudi. Los geht's. Soll ich dir was tragen helfen? Vielleicht nur dieses das Hemd. Das muss einfach immer gebügelt bleiben. Wer hat das gebügelt, deine Frau oder du? Meistens ich, aber heute hat sie es für mich gemacht. Das ist Eduard Sonderegger. Wir begleiten ihn auf das Rising Star Festival, das in der Musikhochschule in Stuttgart stattfindet. Dort wird er sein Instrument, die Violine, spielen. Mehr zu dem Festival erzählt uns gleich die Direktorin der Hochschule. Jetzt lernen wir den 29-Jährigen erstmal ein bisschen besser kennen und wollen wissen, ob er seine Violine einfach in den Kofferraum tut. Gern nicht, weil wenn es jemand von hinten aufprallt, und es ist schon nicht mehr, aber ein Bekannten von mir passiert, und das kann schon... Wo kommt die Geige hin? Die kommt dann einfach auf den Rücksitzbund. Wann hast du mit dem Geigen angefangen? Ich war 6 ungefähr, also vielleicht ein bisschen früher. Und mein Großvater hat auch Geige gespielt, beruflich, und meine Eltern sind auch Musiker, mein Bruder ist auch Musiker. Und so war es dann einfach ganz natürlich, dass man mit einem Instrument anfängt. So. Jetzt brauche ich nur einen Parkschein noch, sonst kriege ich Ärger. Jetzt ist deine Frau ja auch Profimusikerin. Ja. Gibt es Probleme zwischen euch manchmal? So, Konkurrenz? Also Konkurrenz? Nee, das nicht. Wer spielt bei euch zu Hause die erste Geige? Ja, wir machen unterschiedliche Aufgaben sozusagen. Ich muss natürlich jetzt mehr üben, weil ich habe mehr Auftritte. Sie muss sich aber mehr auf die Unterrichtsstunden vorbereiten, die Literatur aussuchen, damit die Schüler sich nicht langweilen. Und einfach andere Aufgaben. Ja, genau. Das sind einfach ganz unterschiedliche Sachen. Aber wenn man sagt, wer spielt bei euch zu Hause die erste Geige, heißt es in Deutschland, wer hat die Hosen an? Also wer ich hat das verstanden. Schon? Ach so. Du hast nur diplomatisch geantwortet. Bist du denn jetzt froh, dass das vorbei ist, dass du jetzt quasi... Ich
ja, das ist ein gemischtes Gefühl. Mhm. Also ich habe immer wahnsinnig gerne Unterricht bekommen, aber irgendwann mal so ganz frei zu sein, das ist auch schön. Ja, und dann lassen wir Eduard alleine. Er muss sich auf das Konzert vorbereiten. Und wir treffen die Direktorin und wollen von ihr wissen, was denn das Besondere an dem Abend ist. Das Festival ist eine wunderbare Kooperation zwischen drei Musikhochschulen und der Kunst- und Kulturstiftung der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Das heißt, die Besten tun sich zusammen. Die besten Studierenden, Absolventinnen, Absolventen aus den Solistenklassen vor einem großen Publikum zu präsentieren. Und für die Studierenden ist es das Tolle, dass wir hier das unter sozusagen Echtzeitbedingungen machen, indem wir das mit Profiorchestern besetzen können. Wir laden Agenten ein, Intendanten ein, Dramaturgen ein, sich junge, neue Talente anzuhören und anzuschauen. Der Übergang von Hochschulausbildung zu Karriere wird hier befördert. Dass die Sparda-Bank dafür einsteht, also für ein solches Projekt, das ja erst nach Jahren zeigt, wie erfolgreich es sein kann. Ja, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Vaughn, wir sind am Ende. Vielen Dank für deine Zeit, dass wir bei dir zu Hause in deinen heiligen Hallen sein durften. Hier wird gesungen, gell? Das ist ja dein Studio. Ja, genau. Danke. Und meine Sendung endet immer mit zwei Veranstaltungstipps. Okay. Einen gebe ich, einen gibst du. Und als mein Gast darfst du natürlich anfangen. In die Kamera, wo sollte man unbedingt hingehen? Am 21. und 22. Juli gibt es ein Muddy Angel Run. Das heißt, es ist ein Frauenlauf, wo man durch den Schlamm und alles läuft. Und die ganze Eintrittsgelder geht zum Krebsforschung. Ich bin dabei, sei dabei. 21. und 22.7. Muddy Angel Run. Ja, und mein Tipp ist nicht von mir, sondern von meinem Kameramann, den Sie jetzt durch den Spiegel sehen. Und zwar Dennis Gastmann liest im Merlin in Stuttgart am Donnerstagabend aus seinem Buch Japan. Das ist nämlich ein Reisejournalist. Tschüss. Tschüss.